Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute werfen wir einen intensiven Blick in den Molten Brown Adventskalender, der wirklich wunderschön aussieht. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Sowohl Nicole als auch ich haben unser Konto jeweils zum Wein gebracht, denn wir haben ihn bestellt. Das Schätzelein kostet normalerweise 225 Euro. Ich habe keine Ahnung, welchen Wert dieses Produkt enthalten soll. Ich hoffe einen sehr, sehr hohen. Er macht auf jeden Fall schon mal einen hochwertigen Eindruck, ne? So wie er hierher kommt mit diesem Magnetverschluss. Und hier drin haben wir dann auch unsere... Ich glaube, ja, 25 Schubladen oder 24. Solltest auch du Teil der Crew hier werden wollen, dann abonniere doch super gerne meinen Kanal und folge mir auf meiner kleinen, aber feinen Beauty-Reise. Zum 1. Dezember kommt direkt was Schimmerndes vor meine Nase, in meine Hände. Und zwar ist das so ein Duschgel, das meine ich letztes Jahr auch irgendwie in einem... wie hieß der, in ein Parfümerie Möltgen Adventskalender oder so drin gehabt zu haben. Erinnert mich auf jeden Fall daran. Wir haben hier auf jeden Fall so einen Bernstein, so sieht das ein bisschen aus, ne? Und dann haben wir noch diesen Goldglitzer da mit drin. Das finde ich auf jeden Fall wirklich, wirklich hübsch gemacht. Auch das Design, dass es so als Weihnachtsanhänger kommt. Marvelous Mandarin and Spice Bath and Shower Gel mit 75 Millilitern. Auf jeden Fall ein schönes Produkt und ich denke, nachdem wir diesen Adventskalender geöffnet haben, werden wir sehr sauber sein. Aber Molten Brown hat definitiv noch mehr als Duschgel im Sortiment. Zum Beispiel dieses Produkt, was wir am 2. Dezember drin haben. Das ist das Rose Dunes Eau de Parfum. Das finde ich sehr, sehr interessant. Wir haben hier 7,5 Milliliter drin. Ich habe noch kein Parfum von Molten Brown getestet, aber irgendwann ist immer das erste Mal. Und ich hole mir direkt schon mal so ein paar Duftstäbchen, weil meine Hoffnung ist, dass ich hier ein paar mehr Düfte auch finden werde. Oh, das ist wirklich sehr rosig. Aber wir haben auch so ein bisschen was, entweder Sandelholz oder Patchouli, sowas etwas Schwereres mit dabei. Und irgendwas Rauchiges, das ist crazy. Das ist ein ganz interessanter Duft, der ein bisschen schwerer unterwegs ist und vielleicht einen Hauch Kopfschmerzen verursachen könnte. Selbstverständlich auch mit dabei ist die Nummer 3. Also ich finde es schön, wie die Schubladen hier, ich meine für 225 Euro, Leute, ne? Also, ne, man kriegt den sowohl bei Lookfantastic als auch zum Beispiel im Hagel-Shop. Guckt einfach, wo ihr den günstiger bekommt. Ich setze euch mal beide Links in die Infobox rein, da könnt ihr mal schauen. Da haben wir hier von Molten Brown etwas drin, wo draußen nicht dran steht, was das ist. Ah, okay, es ist ein Case. Wow! Ah, es ist ein Case. Sehr schön. Ja, mag ich auf jeden Fall leiden. Bei einem 225 Euro Adventskalender hätte ich mir gewünscht, dass das nicht in zwei unterschiedlichen Kläppchen drin gewesen wäre. Bin ich vollkommen ehrlich. So hochwertig sich das anfühlt, so schön das magnetisch auch schließt, ne? Aber hätten sie in ein Kläppchen packen können. Schade. Hier haben wir die Nummer 4. Oh, vielleicht haben wir hier aber auch sehr viele verschiedene Parfums drin und man kann wechseln. Okay, ja gut. Wild Mint and Lavandin, ein Eau de Toilette. Oha, auch hier 7,5 Milliliter. Minze und Lavendel, ne? Weiß ich ja nicht. Ich befürchte, dass das nicht mein Duft sein wird. Aber komm, wir kommen nicht nochmal so jung zusammen. Wir probieren das jetzt aus. Das ist ein Unisex-Duft, den ich wirklich eher bei meinem Papa sehen würde. Also für mich ist der nix. Nee, der ist super aquatisch und nee. Aber meinem Papa wird es, glaube ich, gefallen. Am 5. Dezember, ein Tag vor Nikolaus, haben wir einen Vitamin Lip Saver hier drin mit 10 Millilitern. Das ist eine Lippenpflege. Also ich finde es interessant, dass wir halt wirklich so viele unterschiedliche Produkte von Molten Brown auch in diesem Adventskalender finden dürfen. Ja, gefällt mir, kann man gut gebrauchen und ich denke, dass das auch seinen Wert haben wird. Schön, zum 6. Dezember, Nikolaus, haben wir wieder einen so einen Tannenbaumanhänger mit drin. Oh Gott, das ist schon hübsch. Also Entschuldigung, es mag vielleicht für manche kitschig wirken, aber ich finde es richtig, richtig schön. Also das ist irgendwie sehr abgefahren. Wir haben hier den Vintage with Elderflower Bath and Shower Gel. Also mit Elderflower, was ist Elderflower nochmal? Das vergesse ich immer wieder. Der riecht toll. Den mag ich. Ne, aber hier hast du halt auch den Glitzer mit drin. Also die Hausfrau in mir schreit gerade, oh mein Gott, ich muss danach die Dusche putzen. Ja, wahrscheinlich.
Also das finde ich richtig schön, dass wir hier so viele unterschiedliche Düfte drin haben. Der 7. Dezember enthält nämlich schon wieder ein Parfüm. Deswegen ist der Adventskalender auch so teuer. Okay, das macht wirklich Sinn. Hier haben wir das Recharge Black Pepper Eau de Parfum mit 7,5 Millilitern drin enthalten. Recharge Black Pepper. Ich weiß nicht, ob jedem der Duft gefallen wird, aber ich bin mal gespannt, womit das quasi zusammen sein wird. Weil das ist ja nicht nur schwarzer Pfefferduft, da musst du ja nur niesen. Das muss ja nicht sein. Schauen wir mal mit der Nase, wie das so ist. Das ist auch eher ein Herrenduft. Sehr pfeffrig. Mm-mm. Also an mir auf gar keinen Fall. Meinem Freund könnte das vielleicht noch gefallen. Das ist ziemlich hardcore. Da stelle ich mir aber tatsächlich jemanden vor, der irgendwie so einen Ledermantel anhat oder eine Lederjacke oder eine Lederhose, keine Ahnung. Uff, nee. Die Nummer 8 darf machen, dass es kracht. Und hier kommt passend zu dem Duft, und das finde ich ehrlich gesagt sehr schön gemacht, dass dazu passende Duschgel mit 100 Millilitern um die Ecke, dass man halt wirklich dann das so in Kombi bekommt. Das finde ich cool. Wirklich cool. Ne? Dann weißt du halt auch, also theoretisch hätte ich den Duft dann gar nicht sprühen müssen, hätte ich nur im Duschgel riechen müssen und gemerkt, okay, das ist nicht so ganz meine Welt. Ja, definitiv etwas, was ich dann so meinem Papa in den Adventskalender packen würde. Oh, ich hatte gehofft, dass wir nicht diese kleinen Größen drin haben, aber das ist ein Heavenly Ginger Illy Lily Caressing, okay, Bathing Oil in der Nummer 9. Da dürfen wir uns nämlich über 45 Milliliter freuen. Ich hatte nämlich gehofft, dass wir wirklich auch nur schon etwas größere Sachen hier drin haben. Also auch bei solchen Flakons dann eher so in die 100 Milliliter Richtung. Ne, also ich weiß nicht, das sollst du dir ja in dein Bad mit reinmachen, vielleicht so als Zusatz, wenn du halt sowieso ein schäumendes Bad hast oder so, aber weiß ich nicht, ist ein bisschen klein. In der Nummer 10 darf es mit der dazu passenden Handcreme weitergehen. Auch eine Handcreme habe ich hier drin erwartet. Also Lippenpflege-Handcreme gehören halt irgendwie in so einen Pflege-Adventskalender mit rein. Solange ich da nicht so viele von hier drin habe, ist es vollkommen in Ordnung. Das ist die Heavenly Ginger Lily Hand Cream und hier haben wir drin enthalten 40 Milliliter. Da kann ich noch nicht sagen, wie die Pflegewirkung so ist, aber ich persönlich finde, dass es sehr gut aussieht. Auch wenn ich es ziemlich blöd finde, dass die quasi auf ja, diesen peachfarbenen Untergrund eine silberne Schrift gemacht haben. Die kannst du sehr, sehr schlecht lesen. Aber wie gesagt, zur Pflegewirkung kann ich hier noch nichts sagen. Am 11. Dezember, bei der ersten Schnapszahl, geht es dann wieder mit einem Duschgel weiter. Also ja, wir werden sauber, ne? Purifying Shampoo. Ach, guck mal. With Indian Cress. Mit indischer Kresse. Auch abgefahren, oder? Heißt Cress? Kresse? 100 Milliliter haben wir hier drin. Das finde ich jetzt cool. Also das ist auch einfach mal so ein bisschen was anderes an Pflege als diese klassischen Duschgele, die wir hatten. Und ich glaube, dieses Ginger Lily oder so. Nee, ist gar nicht Ginger Lily. Quatsch, was rede ich denn hier? Nee, wie riecht das denn? Muss ich jetzt erstmal riechen, ne? Das riecht zurückhaltend, das mag ich. Das riecht gut. Halbzeit, die Nummer 12. Und das finde ich auch schön, wenn man direkt dahinter dann auch den Conditioner raushaut, ne? Dass man das so in Kombination verwenden kann. Auch hier haben wir die 100 Milliliter drin enthalten und auch hier indische Kresse, sage ich jetzt einfach mal dazu. Finde ich sehr, sehr schön. Wobei ich mir hier gewünscht hätte, dass man halt eine andere Applikationsform gehabt hätte, also dass man das nicht so schütten muss, weil ich finde das sehr, sehr hart. Aber gut, komm, Claudi, ne? Stell dich nicht so an. Guck mal, hier zeigen sie nämlich am 13. Dezember, dass sie auch theoretisch andere Applikationsformen hätten. Ist das hier auch so? Nee, das ist nicht so. Das ist nämlich hier bei so einer Seife der Fall. Mensch. Ja, da haben wir nämlich die, so richtig süß, Orange and Bergamot, das ist eine Seife. Und da haben wir 100 Milliliter drin enthalten. Das finde ich süß. Das muss ich wirklich sagen. Es passt für mich auch wirklich zu Weihnachten, ne, mit dem Orangenduft. Das passt. Und Händewaschen kann man gut machen. Vielleicht kann man aber auch den Pumper dann irgendwann abmachen und auf die anderen Flaschen draufsetzen. Ha, das wäre doch mal eine Idee. Am 14. Dezember haben wir schon wieder eine Handcreme drin. Okay, ich sage ja drei von einer Sorte, ne? Bei dem Duschgel bin ich jetzt hier einfach mal, dass ich sage, okay, könnt ihr so machen, wie ihr wollt. Da bin ich jetzt tiefenentspannt. Aber bei der Handcreme, naja, mal gucken. Orange und Bergamotte ist auch hier das, die Duftrichtung. Und hier sind 40 Milliliter drin enthalten. Auch hier wieder keine Ahnung, wie die Pflegewirkung so ist. Aber passend definitiv vom Duft her zu dieser ganzen Adventszeit.
Zum 15. Dezember haben wir ein eher kleineres Produkt hier drin. Und zwar ein, was bist du denn? Balancing Face Wash African White Wood. Oh, da sind 30 Milliliter drin enthalten. Aber da muss ich ganz ehrlich sagen, in einem Adventskalender, für den wir ja wirklich 225 Euro hinlegen sollen, finde ich, ist es eine viel zu kleine Größe. Eine schöne Reisegröße auf jeden Fall. Aber in einem solchen Adventskalender hätte ich wirklich gedacht, dass die hier mindestens 50 Milliliter reingeben. Weil normalerweise hat so ein Gesichtsreinigungsprodukt 150 Milliliter. Ah, am 16. Dezember bekommen wir wieder einen Duft. Und ich hoffe, dass es jetzt auch wieder einer ist, der mehr so in die Damenrichtung geht. Ne? Delicious Rhubarb and Rose, ein Eau de Toilette mit 7,5 Milliliter. Das hört sich doch noch etwas an, was ich wahrscheinlich sehr gerne tragen werde. Denn das ist auch eine Duftrichtung von Molton Brown, die ich gerne mag. Das riecht richtig geil. Das riecht Rose. Aber dieses Rhabarber kommt gut durch, weil das diese leichte Fruchtigkeit mit reinbringt, diese Fruchtnote. Und da es halt Rhabarber ist, es ist keine krass süße Frucht, sondern eine, die auch so ein ganz kleines bisschen was von Säure mit reinbringt. Das ist ein richtig schöner Duft, den man so im Frühling tragen kann. Eine Woche vor Heiligabend habe ich hier den 17. Dezember und das dürfte auch wieder ein Duschgel sein. Da haben wir Sunlit Clementine und Vetiver Bath and Shower Gel. Oh, auch hier 100 Milliliter drin enthalten. Clementine ist ja, ich glaube, die süße Form von Mandarine, wenn ich mich richtig erinnere. Ne? Oder ist Clementine quasi Mandarine oder eine Art von einer Mandarine, keine Ahnung. Ist für mich auf jeden Fall super schön. Weihnachtlich, wow. Der ist richtig weihnachtlich. Der riecht, als würdest du dir so eine Mandarine, so ein Netz Mandarinen kaufen und dann setzt du dich zu Hause hin, pelzt eine und isst die. So riecht das. Und auch am 18. Dezember, herzlich willkommen in der Weihnachtswoche, erwartet uns ein Duft. Und hier haben wir Sunlit Clementine and Vetiver, ein Eau de Parfum mit 7,5 Millilitern. Ich habe den Duft ja gerade gerochen, dementsprechend kann ich ja sagen, es riecht wie eine frisch gepellte Mandarine, definitiv. Und die Leute, die richtig so zitrische Düfte feiern, werden auch diesen Duft feiern. Oh, am 19. Dezember erwartet uns mal ein neueres Produkt, also ein Produkt, was wir hier noch nicht haben. Und zwar ist es auch aus dieser Sunlit Clementine and Vetiver eine Bodylotion mit 100 Millilitern. Die bekommst du hier wirklich schwer raus, ne? Das hatte ich ja eben schon mal gesagt, dass das Plastik hier sehr, sehr hart ist. Aber ich finde es cool. Also das finde ich richtig, richtig cool. Feiere ich total, dass man das so in Kombi auch bekommt. Ja, das ist absolut weihnachtlicher Duft. Das ist schön. Herzlich willkommen im 20er-Bereich. Hier erwartet uns eine blaue Tube. Und zwar ist das Ultralight by G, ein Gesichtshydrator mit 30 Millilitern. Guck, das ist doch eine vernünftige Größe. Ne? Hätten sie vielleicht in so einem Adventskalender vielleicht auch eher sogar in eine Full-Size packen können. Aber ist das wirklich eine Damenreihe oder ist es auch eine Männerreihe? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist das für normale bis ölige Haut geeignet. Für mich da nicht so unbedingt, weil ich habe eine trockene, sensible Haut. Aber schön, dass wir das hier drin enthalten haben. Ich glaube, darüber kann man sich echt freuen, weil sowas habe ich von Molton Brown persönlich noch nicht gesehen. Am 21. Dezember erwartet uns wieder so ein hübsches Anhängerchen, sage ich mal. Das ist jetzt unser dritter und der ist auch nicht mit Schimmer. So schaut der einmal aus. Ich finde, das sieht sehr, sehr hübsch aus. Oh Gott, also sowas hat man auch gerne als Einzelprodukt irgendwie in einem Adventskalender drin, würde ich mal so sagen, oder? Das ist einfach hübsch. Und das ist Fury Pink Pepper Bath and Shower Gel. Oh, das ist doch der Duft, den wir eben gerochen haben, oder? Es ist noch ein anderes. Nee, das war Black Pepper. Das ist Pink Pepper, genau. Ich glaube, Pink Pepper mag ich vom Duft her. Ich glaube, das ist nämlich so ein bisschen sanfter, blumiger. Aber der juckt schon so ein bisschen in der Nase, muss ich sagen. Oh, am 22. Dezember haben wir wieder was für den Körper drin. Das hätten die tatsächlich auch ein bisschen besser mischen können. Das denke ich bei so vielen Adventskalendern, ne? Das ist auch wieder ein Fury Pink Pepper Produkt und zwar die Body Lotion. Auch hier sind wieder 100 Milliliter drin enthalten. Also finde ich sehr, sehr interessant, dass wir jetzt quasi relativ schnell aufeinander zwei Body Lotions bekommen. Irgendwie ist es noch nicht ganz so ausgeklüngelt hier das System, aber ja, kann man auf jeden Fall machen und ich finde es schön, dass wir hier auch Bodylotions drin finden dürfen und dass wir jetzt zum Ende hin auch noch ein bisschen abwechslungsreicher werden insgesamt. Einen Tag vor Heiligabend bekommen wir einen Duft und ich kann mir fast schon vorstellen, welcher Duft das ist. Coastal Cypress and Sea Fennel, ein Eau de Toilette mit 7,5 Millilitern. Das finde ich jetzt auch schon wieder crazy. Ja gut, ne, Seefenchel war... Irgendwie, war das nicht Seegras? Irgendwas hat das auf jeden Fall mit irgendwas aus dem Meer zu tun. Irgendein
Ne? Und halt die Zypresse von der Küste. Das wird dann wahrscheinlich nach Tanne riechen, denke ich mal. Mal gucken. Das ist ein Duft, den sehe ich auf jeden Fall bei meinem Freund. Das hat was Aquatisches, aber auch ein bisschen was Waldiges. Den mag ich. Der ist nämlich auch sehr, sehr... Wie soll ich das sagen? Der ist sehr freundlich. Mein Freund ist auch freundlich. Das wird zu ihm passen. Hier haben wir jetzt das Highlight aus dem Molton Brown Adventskalender, die Nummer 24. Und dieses Produkt kommt direkt mal mit einer Anleitung daher. Home Collection, ja, kannst du dir durchlesen. Und dann haben wir hier eine Kerze drin. Da rieche ich jetzt nicht durch, was das für eine ist. Aber hier ist auf jeden Fall eine Kerze drin, sodass uns an Heiligabend das Licht aufgeht. Eine wirklich kleine Kerze. Also... Es ist ein 225-Euro Adventskalender. Da hätte ich ganz persönlich erwartet, dass die in die 24 einen dieser Düfte als Originalduft reinmachen. Aber nicht so eine kleine Kerze. Och, Menno. Coastless Cypress and Sea Fennel mit 30 Gramm. Das ist ja per se ganz süß, ne? Und die ist auch noch zu und so, aber... Also entweder eine große Kerze oder so ein Duft halt in der Originalgröße. Das gibt jetzt so ein... kleinen Dämpfer für mich. Das ist ein wirklich schöner Adventskalender und wir haben hier auch wirklich einen guten Einblick in das Sortiment bekommen. Ich finde es richtig cool, dass wir auch so viele Parfums hier mit dabei haben. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Parfüms sind hier drin. Wir haben hier wunderschöne Duschgele drin enthalten. Auch verschiedene Reihen werden hier gezeigt. Ne? Wir haben ein bisschen Skincare mit dabei, wir haben Haircare mit dabei. Aber ich finde, dass die 24 das Ganze halt leider so ein bisschen... hat absacken lassen. Ansonsten, abgesehen von der 24 und auch mal abgesehen vom Preis, ist der Adventskalender toll. Ich habe jetzt gesehen tatsächlich, dass bei Hageshop, also das ist glaube ich auch sehr, sehr stark dort reduziert und dann kann man da noch irgendwelche Codes anwenden. Muss man selber wissen. Ich setze euch den Link oder die Links dazu mal in die Infobox, aber es sind teure Schätzelein, ne? Aber schreibt mir gerne mal auch eure Meinung in die Kommentare, da können wir uns gerne austauschen. Und ja, dann wäre es das hier von mir gewesen. Wenn es dir hier gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.